Eine alternative Sportförderaktion ist am Donnerstagabend gestartet. Das Emsland Fanprojekt. Durch den Ausfall der Emsland Sporttombola fehlen den emsländischen Sportvereinen in diesem Jahr Einnahmen von über 1,25 Millionen Euro. Mit dem Projekt gilt es, die Investitionen für die Zukunft zu sichern. Die Hälfte der Spenden erhält der jeweilige Verein als direkte Förderung, die andere fließt über die Sporthilfe-Fördermittelausschüttung an alle beteiligten Sportvereine im Emsland. Jeder Verein kann mitmachen, jeder Bürger kann mitmachen, indem er die Vereine, indem sie Spenden sammeln, bei jedem Bürger, bei Unternehmen, bei Institutionen, wie auch immer. Die Förderaktion läuft wie folgt. Ein Jahr lang, vom 15. Oktober 2020 bis zum 14. Oktober 2021, werden Spenden gesammelt. Dabei wird es zwei Wertungen geben. Die Sprintwertung, welche bis zum 31.12.2020 läuft, und eine finale Wertung. Im Januar und November 2021 werden jeweils 50% der bis dahin angefallenen Spendenanteile an die jeweiligen Sportvereine und 50% der ausgesetzten Prämien an die erfolgreichsten Vereine ausgezahlt. Insgesamt 3.000 Euro Prämien werden auf die 5 besten Spendensammler verteilt. Wir haben uns Ziele gesetzt dahingehend, dass wir mit Emsland Fan eine Bewegung schaffen wollen, die ein Schlaglicht auf den Sport lenkt, auf die Sportvereine, auf wie wichtig die Sportvereine für unsere Gesellschaft sind, dass wir ein Schlaglicht legen auf die Vielfalt unserer Sportarten, unseres Amateursports. Das ist das Fundament, aus dem nachher die Talente und Trainer wachsen. Falls Sie mitmachen wollen, weitere Informationen finden Sie auf den Emsland-Fanspendenportalen www.emslandfan.de und www.sporthilfe-emsland.de. Jeder kann an der Aktion teilnehmen.